Aloha und weiter im Text mit Jack 2. Ja doch, Jack 2. Wir spielen Jack 2. Huch. Wird sich nicht ducken. So, ich möchte erstmal an diesen Orb da ran. Du sollst dich nicht ducken. So. Und dann... Will ich mich verarschen? Wie denn dann? Ach so, okay. Hallo. Ganz cool bleiben. So. Wow. Okay. Oh Gott. Ah, ich ahne Furchtbares. Hier werden jetzt bestimmt gleich massenhaft Gegner kommen. Hm? Was ist im Anmarsch? Achso, ich dachte, von hinten kommt irgendwas. Oh Gott, das Ding geht mir doch kaputt. So, wo muss ich denn hin? Wahrscheinlich da hoch, sonst würde die nicht so weit wegstehen. Könntest du bitte... Oh, ey, diese Steuerung. Furchtbar. Aber das hier ist sowas, was jetzt total unnötig ist. Das ist total überflüssig. Oh Gott. Wie soll ich mich denn dagegen wehren? Mal ganz ehrlich. Also mein Ding ist schon kaputt fast, ne? Also ich bin bald tot. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin soll. Ja, es reicht nicht. Jo, mach mal. Du würdest, Dankeschön. So, da muss ich wahrscheinlich hoch. Einmal bitte richtig springen. Gib dir mal Mühe. Au! Was? Was? Wie soll ich das denn machen? Ja, klar! Das wird doch nichts. Genau, das meine ich nämlich. Wie soll ich mich denn... Kann man sich irgendwie ein Schutzschild bauen oder so? Klar. Fangen wir da von vorne an. Ich meine, es wäre ja nicht Jack 2, wenn wir irgendwo anfangen würden, wo es fair wäre. Wie naiv. So, ich weiß auf jeden Fall, ich muss am Anfang aufpassen, dass genau das nicht passiert. Hör auf! Ey, wie soll ich das denn machen? Kann man... Gibt es noch irgendwas anderes? Das geht, das geht. Da geht nichts. Ach, ich kann raus. Okay. Dann werde ich das wahrscheinlich so machen, dass ich die so erledige und dann wieder einsteige, weil... Anders ist es ja nicht ganz so sinnvoll. Ah, das war dumm, weil hier gibt es keine Gegner. Beziehungsweise, weil es hier keine Gegner gibt. So, dann einmal ranschieben, bitte. Und den erledige ich jetzt so. Was war das gerade? Warum hast du Dexter gerade platt gemacht? Kannst du mir das erklären? Also ich meine, mir ist es ja egal, wie du mit deinem besten Kumpel umgehst, Jack. Aber... Das ist jetzt interessant, dass die Kiste sich resettet, wenn man ein Stück weggeht. Also... Ich meine, ich habe ja nicht mal einen neuen Raum betreten. Ich bin ja nur ein bisschen vorwärts gelaufen.
Resetten sich die Gegner? Nein, okay. Wenigstens das ist fair. So, einmal bitte und aussteigen. Moment. Kann ich den schon... Nee, kann ich nicht. Oder? Kann ich den schon? Nee, kann ich nicht. Okay, komm her. Moment, der schießt schon auf mich. Jetzt. Oder? Ja. Hm. Ist ja so richtig fair, dieses Spiel. Verstehe. Steck. Wir müssen hier raus. Ja, wir müssen hier raus. Das ist so gut erkannt. Denn das Ding soll ja nicht kaputt gehen. Hallo, 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 hallo. Fick dich, Spiel. Fick dich einfach. Es tut mir leid, dass ich schon wieder so angepisst bin, aber... Mittlerweile spiele ich es echt nur noch, um es durchzuhaben. Für mehr nicht mehr. Okay. Und ihr müsst doch ganz ehrlich sein, diese Maschine ist... Hallo, mach doch mal das, was ich dir sage. Diese Maschine ist doch total unnötig. Danke. Komm, ich verstehe auch nicht, warum wir den alten Weg nicht gehen können. Aber es wird wahrscheinlich einen Grund, also einen vernünftigen Grund haben. Ich glaube, da war was eingestürzt, als ich das letzte Mal da war. Komm schon. Spring vernünftig. Zurück! Wir müssen hier raus! Ja, wir müssen hier raus. Ich verstehe es nicht. Warum packt er sich da jedes Mal auf die Fresse? Also, es geschieht ihm recht, aber... Ich wundere mich nur. Na, mich geht's ja nicht an, ich bin ja bloß der Spieler. Aber... So. Hier waren ja keine Gegner. Nur welche, die auf mich schießen, wenn ich mich bewege. Oder so. So. Würdest du deine Waffe ziehen? Danke. Du hast nichts gesehen. Sag ich doch, du hast nichts gesehen. So, dann können wir das schon mal machen. Ja, der Roboter hat halt den großen Nachteil, dass er überhaupt keine Fernangriffe hat. Also ich glaube, es ist auch so gedacht, dass man aussteigt. Und als Jack vorläuft. Weil anders kann ich mir das nicht erklären. Blöde ist nur... Ja genau, mach doch, mach doch, mach doch! Cool. So, den haben wir erledigt. Oh Gott. Nein! Nein! Oh Gott! Nein! Willst du mich eigentlich verarschen? Ich spiele offscreen bis zu dem Punkt wieder, ey. So. Wieder da. Und ich hoffe, dass diese Mission nicht allzu lange dauert, denn es ist nervig. Oh, ey.
Bin ich beinahe wieder runtergefallen. Ich bin übrigens nochmal da runtergefallen, aber dann nur als Jack. Weil ich ein bisschen zu weit gesprungen bin. Was ankotzt. So. Also, ich bin mit dem Tarnanzug zu packen. Und dann? Dorthin schmeißen oder was? Oh oh. Was soll ich denn machen? Bin gerade etwas überfordert. Hä? Ach so. Okay, so. Super Idee. Und jetzt so? Gibt's hier wenigstens noch Alternativen? Dieses Spiel macht mich irre, ganz ehrlich. Ah, okay, respawned. Ich will auch noch genau treffen, ey. Das ist ja jetzt nicht so meine Stärke, wenn ich ehrlich bin. So, gib her. Muss ich da wahrscheinlich ganz dicht dran. Und, oh, nein! Oh, das gibt's nicht! Fick dich, Spiele. Ganz ehrlich. Bis gleich. Gut, ich hab's hergeschafft. Moment, Ton fehlt. So. Ja. Ich hoffe... Hallo, nimmst du mal bitte. Danke. Das schaffe aber auch immer nur ich, ne? Ah. Wie weit muss ich zurückgehen, dass der respawnt? Oder kommt hier... Hier drüben ist der schon wieder da. Ah, der auch. Vielleicht muss ich einfach nur einmal weggucken. Ja. So, wir gucken jetzt mal Front. Du drehst dich nicht weg. Der dreht sich automatisch weg. Mich nicht zu gucken. Da kommt bestimmt gleich was. Oh, zeig mal. Scheint ja noch gerade alles in Ordnung zu sein. Aber wo muss ich hin? Ach, da muss ich hin, okay. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay. Cool. Wie oft habe ich diese Hütte für unsere alte Grünhaut geputzt? Gute Arbeit, Jack. Und, naja, Dexter wohl auch. Bevor wir damals durch den Spalt kamen, pflegte ich dieses Lebenskorn des großen Baumes. Scheinbar zieht seine Macht die Metallschädel an. Bringt das Korn nun zu Odin. Du meinst für dich? Nein, das andere ich. Dexter, mein jüngeres Ich braucht die Macht des Korns, um weise zu werden. Mhm. Also, sehe ich das richtig? Indem wir deinem jüngeren Ich das Lebenskorn bringen, haben wir dich quasi zu dem Weisen gemacht, der du heute bist und dir überhaupt erst zu deiner Macht verholfen. Und du hast uns nie gedankt? Ich danke euch, Dexter. Und jetzt macht schon. Mhm. Warum habe ich so das blöde Gefühl, dass da jetzt gleich irgendwas kommt? Hier ist rein gar nichts? Man kann nicht mal durch das Loch springen. Wie billig ist das denn? Wow. Ach Mensch, erinnert ihr euch noch? Wie wir damals immer diese Treppe hier runtergegangen sind? Hier. Hier war das Portal und... Ach Mensch, das waren noch schöne Zeiten, in denen das Spiel Spaß machte. Yippie. Na gut.
Dich brauchen wir ja jetzt nicht mehr. Moment, ich speichere mal kurz. So. Zeigt ein anderes Bild an? Nein! Warum? Habe ich nur das blöde Gefühl, dass wir den zurückbringen müssen. Wir müssen das Gefährt 100 pro zurückbringen. Gib her. Ich meine, wir haben das Lebenskorn bei uns. Und die Erklärung kommt im nächsten Part von Jack 2. Overy!